Heute zeigen wir euch 10 heftige Dinge, die Leute in ihrem Garten fanden. Mit dabei sind unter anderem ein unglaublicher Glücksfall, ein Fund, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt, oder eine Entdeckung, von der ihr bestimmt selber als Kind mal geträumt habt. Also bleibt dran hier bei Wissenswert. Beginnen wir unser Video direkt mit einem Kindheitstraum, der in Erfüllung ging. Denn während die meisten nur davon träumen können, beim Buddeln im Garten einen echten archäologischen Fund zu machen, passierte diesem Ehepaar in der Nähe von Las Vegas in den USA tatsächlich. Und das sogar vollkommen zufällig. Matthew Perkins und seine Frau wollten nämlich eigentlich nur ein Loch für ihren Swimmingpool graben, als sie plötzlich 14.000 Jahre alte versteinerte Mammutknochen fanden. Diese waren so wertvoll, dass sie dem Ehepaar sogar den kompletten Poolbau finanzierten. Der Fund von prähistorischen Tierknochen ist zwar schon beeindruckend, wird von dem Fund eines Mannes in Portugal aber noch um Längen getoppt. Dieser war gerade dabei, in seinem Garten ein neues Beet anzulegen, als er plötzlich auf einen harten Stein traf. Zumindest dachte er, dass es sich um einen Stein handelt, doch als er weitergrub, erkannte er, dass es eigentlich ein Skelett war. Nicht irgendeins, sondern das größte je in Europa gefundene Dinosaurier-Skelett überhaupt. Wie die Archäologen schließlich feststellten, handelte es sich um die Fossilien eines riesigen Brachiosaurus oder Brontosaurus mit einer Länge von fast 25 Metern. Aktuell wird der Fund noch von einem Team aus über 20 Wissenschaftlern aus aller Welt erforscht. Weiter geht's mit einem heftigen Fund, den eine alte Frau in ihrem Gemüsegarten in Kanada machte. Die 84-jährige Mary Grams wollte vor ein paar Jahren mit ihrer Schwiegertochter eigentlich nur Karotten ernten, als sie dabei auf etwas stieß, was ihr den Atem verschlug. Als sie eine Möhre aus dem Boden zog, saß auf dieser nämlich ein Ring, der das Gemüse wie einen Finger umschloss. Und tatsächlich war es nicht irgendein Ring, sondern ihr eigener Ehering, den die Kanadierin vor 13 Jahren verloren hatte. All die Jahre schämte sich Mary dafür, dass ihr das wertvolle Schmuckstück abhanden gekommen war, und daher verschwieg sie den Verlust auch vor ihrer Familie. Mary, die daher die ganzen 13 Jahre nur einen Plastikring getragen hatte, konnte nun endlich wieder ihren echten Ehering überstreifen. Weiter geht's mit einem spektakulären Fund der ganz anderen Art. Als Arbeiter das Grundstück einer Luxusvilla in Kalifornien letztes Jahr wegen Bauarbeiten umgruben, konnten sie ihren Augen nicht trauen. Die Männer fanden in einer Tiefe von etwa 1,5 Metern nämlich einen kompletten Mercedes. Da der Hausbesitzer erklärte, er wüsste nicht, wie das fast 90.000 Euro teure Auto unter die Erde seines Hofes kam, vermutete die Polizei zunächst ein schreckliches Verbrechen und beginnt nach einer Leiche zu suchen. Auch den Nachbarn blieb dies nicht verborgen, und so malten sich die Anwohner, die Polizei und auch die Medien die schlimmsten Dinge aus, bis es den Ermittlern nach einiger Zeit schließlich gelang, den mysteriösen Fall zu lösen. Tatsächlich wurde der Mercedes nämlich vom vorherigen Besitzer des Grundstücks verbuddelt. Der Eigentümer meldete das Auto damals als gestohlen und kassierte dann dafür die Versicherungssumme. Was zunächst also wie ein Mafiaverbrechen wirkte, entpuppte sich als harmloser Versicherungsbetrug, der ziemlich lange gut ging. Auf den nächsten Fund in diesem Video kann man wirklich neidisch sein. Dieser Mann besitzt nämlich nicht nur ein riesiges Grundstück mit viel Wald, sondern er machte dort auch noch eine spektakuläre Entdeckung. Gut verborgen zwischen Bäumen und Steinen fand der Mann nämlich den Eingang zu einer alten Höhle, die offenbar seit Jahrhunderten oder länger kein Mensch mehr betreten hat. Obwohl es hier etwa 5 Meter in den Abgrund ging, war er neugierig und wagte sich in die dunkle Höhle hinein. Belohnt wurde die Neugier mit dem Anblick faszinierender Steinformationen, Millionen Jahre alter Stalagmiten und einigen kleinen Höhlenbewohnern wie Salamandern. Nachdem der Mann sich durch einen engen, niedrigen Tunnel gegraben hatte, entdeckte er sogar noch einen weiteren Höhlenraum, in dem er schließlich eine Pfeilspitze aus Stein entdeckte, die wahrscheinlich vor vielen tausenden Jahren von Steinzeitmenschen für die
Jagd genutzt wurde. Schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, was das Heftigste war, was ihr jemals so gefunden habt. Kommen wir nun zu einer krassen Sache, die sich wohl kaum jemand in seinem Garten wünscht. In Kalifornien machte die Gartendeko eines Mannes seiner Nachbarn nämlich so sauer, dass diese die Polizei und sogar die Medien benachrichtigten. Statt mit Gartenzwergen hatte der Mann seinen Vorgarten nämlich mit einem riesigen Hakenkreuz aus Stein dekoriert. Die Nachbarn konnten ihren Augen nicht trauen und verlangten, dass das Symbol sofort entfernt wird. Da das Hakenkreuz im Gegensatz zu Deutschland in den USA allerdings nicht verboten ist, konnte der Hausbesitzer nicht zur Entfernung gezwungen werden. Und so ließ er es stehen. Wesentlich erfreulicher ist der heftige Fund, den ein kleines Mädchen 2011 in den USA machte. Die damals 8-jährige Sanada ist eine begeisterte Golfspielerin und übt daher im Sommer fleißig im Garten ihrer Eltern Abschläge, als ihr plötzlich in der Sonne ein Glitzern am Boden auffällt. Zunächst vermutet April eine Glasscherbe. Als sie den funkelnden Gegenstand jedoch aufhebt, sieht dieser aus wie ein echter Diamant. Zunächst glaubten Aprils Eltern, die das kleine Mädchen sofort verständigt hatte, nicht an einen echten Glücksfund und vermuteten einen wertlosen Fake. Als ihr Vater dann mit dem Stein zur Sicherheit doch nochmal zu einem Juwelier ging, entpuppte sich der Fund der 8-Jährigen jedoch tatsächlich als echter Diamant mit einem Wert von $1000. Wie der Diamant allerdings in den Garten gelang und wem er wirklich gehörte, bleibt allerdings ein Rätsel. Auch wenn der Fund eines $1000-Diamants für ein kleines Mädchen natürlich schon spektakulär sein dürfte, ist er im Vergleich zur nächsten Entdeckung absolut lächerlich. Diese ist tatsächlich so heftig, dass man es gar nicht glauben kann. Als ein Mann in Sri Lanka im letzten Jahr seinen Garten umgrub, um einen Brunnen zu bauen, fand er dort nämlich einen über 300 Kilo schweren Steinbrocken. Der Brocken schien aus einem Gemisch verschiedener Steinarten zu bestehen und stellte sich dann bei näherer Betrachtung schließlich als der größte blaue Saphir heraus, der jemals auf der Welt entdeckt wurde. Noch unglaublicher als die Größe ist nur noch sein Wert. Tatsächlich wird dieser nämlich auf 85 Millionen Euro geschätzt. Der Mann aus Sri Lanka wurde so auf einen Schlag direkt zu einem der reichsten Menschen des ganzen Landes. Und das alles nur wegen einem einzigen gefundenen Stein. Während sich wohl jeder über Edelsteine im Garten freuen würde, ist der nächste Fund einfach nur beängstigend. Vergangenes Jahr entdeckten Polizisten in Florida während ihrer Streife nämlich einen riesigen Alligator, der einen Ausflug durch die Vorgärten der Nachbarschaft unternahm. Das gigantische Tier, dessen Länge auf über 4,5 Meter geschätzt wurde, bewegte sich quer über Einfahrten, Gärten und Wanderwege, um schließlich in einen nahegelegenen See unterzutauchen. Dabei ließ es sich auch nicht von Schaulustigen stören und glücklicherweise kamen bei dem Ausflug des Alligators weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Kommen wir nun nach England. Vor 10 Jahren schnitt Chris Polavik aus Cheltenham nämlich gerade die Sträucher bei seiner Mutter, als plötzlich ein echtes Flugzeug in die Bäume krachte. Der 76-jährige Pilot, der offenbar die Kontrolle über seinen Flieger verloren hatte, konnte sich in letzter Sekunde noch mit seinem Fallschirm retten, wie diese Szene zeigt. Auch wenn die Bilder des gecrashten Flugzeugs im Garten heftig aussahen, sind an diesem Tag glücklicherweise alle mit dem Schrecken davongekommen und auch der Pilot wurde kaum verletzt. Ganz zum Schluss kommen wir nun noch zu einem heftigen Gartenfund, der sowohl schön als auch unheimlich ist. Es beginnt zunächst wie ein echter Glücksfall, als der 50-jährige Wayne Sapp 2011 in seinem Garten nach Gemüse schauen will, entdeckte der Amerikaner dort in einem Busch einen Beutel mit ganzen $150.000 in bar. Obwohl Wayne zu diesem Zeitpunkt gerade arbeitslos ist und das Geld mehr als gut gebrauchen könnte, bringt er es dann zur Polizei. Hier meldet sich dann auch schnell eine Frau und gibt an, dass das Geld ihr gehört. Dem ehrlichen Finder möchte sie ihm jedoch nichts abgeben und schon kurze Zeit nachdem sie das Geld hat, verstirbt die Frau plötzlich, was zu Spekulationen über einen möglichen Fluch, der auf dem Geld lasten könnte, führt. Definitiv belastet ist übrigens der heftige Fund, den ein Farmer vor 7 Jahren auf seinem Grundstück in Kolumbien machte. Als er dort die Erde umgrub, entdeckte er nämlich ganze $600 Millionen in Fässern vergraben. Die in Plastik verpackten Noten wurden hier einst vom Verbrecherboss Pablo Escobar versteckt.
Wenn ihr jetzt immer noch nicht genug von heftigen Dingen, die Menschen in ihren Gärten fanden, habt, solltet ihr euch auch unbedingt dieses Video ansehen über einen Mann, der einen schockierenden Geheimraum in seinem Garten entdeckte. Das war's mit unserem Video und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!